Und damit herzlich willkommen zurück zu den Marionetten Let's Play GTA Online. Der Lumpi macht wieder Stinkefinger. So, wir befinden uns jetzt in meinem Bunker. Ich habe mich als VIP registriert, habe Nick und Lumpi der Organisation hinzugefügt. Und wie Lumpi schon feststellte, genauso wie Nick, wir brauchen Vorräte. Also Vorräte stehlen. Wir das. Jo. Bin mal gespannt. Jo. This one's right out of the playbook. What we need's being watched by the police. Lumpi, beschätze deinen Panzer. Kann ich machen, ja? When the cops take the bait, the rest of you take the guns. Oh, der Mechaniker, da ich auch. Good. Erreiche ein 4-Sterne-Fahndungslevel. Haben wir die nicht schon mal in der Aufnahme gemacht? Oder war das was anderes? Das war. Also, das haben wir, glaube ich, mal im Livestream. Nee, das mit dem Aussichtspunkt war, genau. Nee, das war, glaube ich, im Livestream als Marionetten, ja? Ja. Okay. Nicht im Community-Livestream. Da kam uns doch der eine Typ in meinem Channel hinterher und wollte mitmachen und. Ja. Hat er dann die Ladung weggesprengt. Genau. Ja, es gibt natürlich auch in den Folgen und so immer wieder ein bisschen was, was sich wiederholt. Ist ja das, was die Leute bemängelt haben? Immer dieselbe und Panzer-Ida. Panzer-Ida? Panzer-Ida. Panzer-Ida, ist das Special-Fahrzeug der Ida. Anker-Ida? Das ist unsere Ida. Ja, der war so schlecht. Hey, du sollst nicht da rein. An die Wumme. Ja, du hättest halt mal schneller einsteigen müssen. Dann wäre er bei mir auch nicht an den Fahrerplatz gegangen. Ja. Moment, ich mach die Markierung weg. Ja. Nick. Hab ich schon, das war meine Markierung. Achso, Nick, dann mach mal Bumm, ne? Bumm. So meinst du? Ja, Fahndungslevel 4 Sterne. Begib dich zum Aussichtspunkt. Ah, Moment, ich muss den Lockvogel machen mit den 4 Sternen. Ach so. Ja, ja, aber du kannst ja vorher keine Sterne produzieren, bis du nicht an diesem Aussichtspunkt bist. Das ist ja das Schlimme. Ja. Da bei der Mission blicke ich noch nicht ganz durch. Dann fahren wir erstmal zum Aussichtspunkt. Ich glaube, die haben wir in der Folge gemacht. Ja. Nee, das war Livestream bei den Marionetten. Da hatten wir nur Marionetten-Time. Kein Community. Das war Dienstag oder so. Ja. Kann auch sein. Ja, stimmt. Da kaum noch durch, was wir im Livestream machen als Folge. Ja. Wie gesagt, klar, es wiederholt sich auch mal eine Mission und so auch in den Folgen. Das ist völlig klar. Aber sie ist halt irgendwie immer anders, weil halt anderes Zeug passiert und. Sowas, ne? Deswegen, wir werden auch mal normale Missionen machen, also Jobs und sowas von Rockstar erstellte. Wir sollten mal dann mal so die Heists anfangen und folgen. Ja. Ja. Das stimmt, das könnten wir auch mal bald machen. Aber darauf warten die ja auch noch. Aber da braucht man einen vierten Mann für den Heist. Das ist wohl wahr. Ja, Gerd. Ne? Ja. Wisst Bescheid, Gerd. Wenn du dir siehst, wisst Bescheid, Gerd. Weißt du, was zu tun ist? Ich glaube, bis dahin haben wir mit Gerd schon gesprochen. Ich glaube es auch. Das heißt, fast. Ihr bekommt bald die Heists zu sehen. Aber mit den Motorrädern kannst du jetzt einfach an die Hühner klauen. Mhm. Du brauchst nämlich bloß hochspringen. Hühner raus und drüber bist du. Mhm. Ist auch geil, wenn der GPS im Tunnel ausfällt, was heutzutage ja nicht mehr geht. Mhm. Ist sowieso geil, ein Schwimmpanzer mit GPS. Ja, von dem, was ich ja geil finde, war ja die eine Aussage im Livestream, er hat Räder und eigentlich unrealistisch, dass er schwimmt. Ja. Darauf konnte ich ja nur entgegnen, DayZ ist realistischer mit Zombies und so.
Hier ist ein MTB. Ja, ich weiß, DayZ ist, an alle DayZ-Fans, ich weiß, DayZ ist total realistisch. Irgendwo in den weiten Wäldern dieser Welt gibt es Zombies. Ich weiß das. Ich gucke The Walking Dead. Ich weiß das. Ich kenne die Wahrheit. Naja, DayZ ist ja, sind ja eigentlich keine Zombies, sondern es sollen ja wohl, ja, wenn ich es nicht gelesen habe, mal irgendwie welche durch eine Krankheit. Aber in meinen Augen sind es trotzdem Zombies. Ja, in meinen auch. Weil ja, das ja nichts anderes ist als The Walking Dead. Die machen auch Hirn Brain. Das die geilsten Zombies, die es gibt, ist immer noch Plants vs. Zombies. Ja, tut mir leid, es gibt keine geileren Zombies als Plants vs. Zombies. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Oh, wieder 100 RP bekommen. Nähe zum VIP. Wie viel RP bekommt ihr? 100. Ja, normalerweise ja 200, ne? Ja. Joa. Aber ich habe ja keine Mikrofon CO und nix. Du bist ja nur ein halber Mikrofon CO. Mikrofon activated. Mhm. Aber das finde ich schon gut. So muss ich kein CO kaufen oder Motorradclub, sondern kann das alles über das VIP machen. Ja. Mama, sind wir bald da? Er ist halt etwas langsam, ja? Mhm. Allerdings. Ey, Alter, mit dem Ding so den Düsenantrieb über den Rocket Car, ne? Naja, bei dem fehlt es halt der Turbo. Mhm. Oh, jetzt habe ich 600 RPs bekommen, weil für den VIP fahren und jetzt nochmal 200 RPs für fahren mit anderen Spielern und nochmal 100 RPs für VIP. Ja, bin ich nicht nett. Ah, Mario ist auch aufgewacht. Oh, der dreht sich einmal über die ganze Kreuzung. So, jetzt mal langsam hier. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Hier ist der Aussichtspunkt. Ja, 4 Sterne Fahndungslevel erreichen, ne? Ach, warte mal kurz. Von hier aus. Ach, da drüben stehen die Fahrzeuge. Alles klar, und und wir brauchen jetzt ein 4-Sterne-Fahndungslevel. Einer muss die jetzt ablenken. Bei mir steht, warte, bis die Cops die Gegend verlassen haben. Genau, und Mario muss die jetzt ablenken. Das heißt, du musst jetzt da raus, da irgendwo auf die Straße und die weglocken. Alles klar. Wir müssen die Straße da runter, da links runter, zur Kreuzung runter. Da runter? Ja, irgendwo hin, wo sie weit weg sind. Darf ich mir den Panzer mitnehmen? Der nützt dir ja nichts. Wieso? Ich kann doch wechseln. Du kannst als Fahrer, aber sowieso nicht. Ja, ja gut, dann du nimm dir. Aber ich kann den Panzer auf die Kreuzung stellen. Und ich kann wohl wechseln. Ja, klar kannst du wechseln. Du kannst dann halt, du musst halt immer hin und her wechseln. Ja, jetzt weiß ich, warum das Schwimmpanzer heißt. Der schwimmt auch hier auf der Kreuzung. Soll ich mich hier unten auf die Kreuzung stellen? Ja, so fahr mal eine Kreuzung noch weiter. Nur das wird das Beste sein. Nicht doch. Au, au. Moment. Oh ja, wenn es hier große Kreuzungen gibt. Fährst du noch? Hier bis hierhin, weil hier ist mehr los. Aha. So. Einmal Platz wechseln, bitte. Noch nicht anfangen, ich muss erstmal zurück zum. Ja, sagen wir mal, wann ich anfangen kann. Zum Aussichtspunkt, Nick, wieder hoch zum Aussichtspunkt. Ach so. Du kannst von mir aus anfangen. Ja. Müssen sie ja da irgendwie sehen.
Noch tut sich nichts, er muss ja die Sterne aufbauen. Bin dabei. Bist du vielleicht wirklich zu weit weg oder? Nein. Okay. Bin jetzt, bin jetzt bei 3. Jetzt bin ich bei 4. Ah, jetzt rennen sie los. Jetzt hauen sie ab. Lass die mal schön weit weg. Ja, ja. Hinter uns ist ein Typ. Ja, schön. Oh, Aufmarsch. Seid ihr weg? Moment. So, ich steig jetzt in einen ein. Jo, hab Lumpy auch einen. Auch. Ja, Abmarsch. So, weg hier. Geh mir auf den Sack. Komm, verpiesel dich. Ja, genau. Ich fahr dann mal durch die Stadt mit denen. Ja, ja, mach das. Ich fahr dann mal durch die Stadt mit denen. Boah, fast 9 Kilometer. Mhm, und mit den Namen... Was? Ich kann nicht. Ich bin am Aufnehmen, Schatz. Wo bist du? Was macht ihr denn in der Tiefgarage? Ja, hat er die jetzt rausgeholt? Ja, und was willst du jetzt? Nee. Hier. Oh. Auf. Mietvertrag, mein Platz wird zu Platz haben, bezahlen wir Geld. Hast du hingeschrieben? Aha. Weißt du, welcher Platz ist denn das? 11. Steht auch im Mietvertrag 11? Hast du nachgeguckt? Ja, auch schon nachgeguckt. Ja. Pick von meinem Platz, ey. Auf meinem Stellplatz. Unglaublich. Was denn? Ja, der Kollege hatte sein Auto auf meinem Stellplatz stehen, hing gerade ein Zettel dran, weg von meinem Platz. Okay. Obwohl das mein Stellplatz ist nach Mietvertrag. Meine Frau hat Zettel dran geklebt, laut Mietvertrag mein Stellplatz. Wenn dein Stellplatz, zahl mir Geld. Ja. Richtig so. So langsam sind die großen Kisten hier gar nicht. Schneller als der Panzer auf jeden Fall. Wie geil, weg von meinem Platz. Ja. Braucht ihr noch lang? 6 Kilometer. 6 Kilometer. Ah ja. Ich hab hier Spaß. Nee, du kannst eigentlich auch zurück zum Bunker kommen. Wobei ich glaube, nur wir beide müssen wirklich, ne? Ja. Warum bin ich eigentlich schneller als du? Deine Karre schneller als meine. Und so betackt. Ah, das hier ist besser als Trouble in Terrorist Town, ne? Hui! Alter, hui! Hui! Oh, danke, Sekusur, für $5,000. Okay. Warum kriegst du $5,000? Als Arbeitsleitwächter. Warum krieg ich keine $5,000? Kriegst du bestimmt auch noch. Oder habe ich die schon bekommen? Normal musst du jetzt am Leben bleiben, sonst wird die Kohle nämlich uns abgezogen. Ja, ja, das krieg ich hin. Mario musste sich ja auch einen Bunker aussuchen, der sich irgendwo in der Walachei liegt. Ja. Allerdings. Natürlich. Das ist erstmal eine halbe Stunde. Naja, ist aber folgenfüllend, weißt? Ja. Mario hat das nur strategisch klug gemacht. Ja, ja, ich weiß ja, schon. So kommt man natürlich auch auf die 15 Minuten. Ja, sicher. Alter. Oh, Putzelei ohne Ende hier. Komm her, und, boom. Oh, ich bin auf einem Motorrad gelandet. Das hat dem Motorradfahrer nicht gut getan.
Ja. Ups. Und wie weit habt ihr das noch? 1,2 Kilometer. Ach, das geht ja. Wir sind gleich da. Da vorne kommt ein Typ. Auf dem Moped. Dann fahr ihn um. Fahrt ihn um. Ja, ich bin daneben gefahren, aber der macht sowieso nichts. Oh. So mag ich das, wenn sie uns ignorieren oder in Ruhe lassen. Yep. Wow. Hufe. So, hier kann ich lang schwimmen. Das ist auch praktisch, kann man schön abkürzen. Ja, der Heli geht mir mehr oder minder auf den Keks. So, ich bin da. Ich auch. Ja, abgeliefert. Sehr schön. Geht jetzt nur nochmal, ja. Cool, Ranga. Ach, das ist sehr schön. Streetboss. Wow. Ja, ich bin auf dem Weg zum Bunker. Alright then. Ach, du musst jetzt erst noch hierher fahren. Ja. Aber guck mal, zwei Fahrzeuge fast voll. Wie weit hast du es? Nicht weit, bin gleich da. Ach so. Warst du nicht noch in der Stadt bis gerade? Nein. Ich bin mit den Bullen aus der Stadt rausgefahren. Ach so, ja dann. Ja, oh, ja, ich sag, da draußen, Probleme gibt. Da draußen macht's Bumm. Bumm? Ja, Bumm. Bist du da? Nee, ich bin nicht da. Ich bin auf dem Weg. Dumm, die dumm, die dumm, dumm, dumm. Solange wir auf Mario warten, fahren wir hier noch ein bisschen die Bunker besichtigen hier. La 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 la. Oh, da vorne ist jemand. Ja, hier haben wir den Schießstand zur linken Seite. Der ist in jedem Bunker enthalten. Ich habe gesagt, man muss ihn dazu kaufen. Lumpy macht Room Tour. Ja, mach hier Room Tour für Mario. Ja. So, dann fahren wir wieder zurück. Da oben fliegt eine Hydra. Warum? Will ich, glaube ich, gar nicht wissen. So, hier haben wir die Produktionsstätte. Hier wird geforscht und gearbeitet. Ja, genau. Da wird gearbeitet. Nö, wird gerade nicht. Doch, da wird gearbeitet. Seht ihr? Wollte gerade sagen, das faule Pack soll gefälligst arbeiten. Ja, ja, die sind schon... Da war der Nick. Ja. Ich frage mich aber, wo Mario bleibt. Da drüben haben wir drei Dixi-Klos. Für die Angestellten. Zwei irgendwas. Linken Seite. Ah, okay. Und dann haben wir hier ja die Lagerräume sozusagen. Hier werden die Waffen gelagert, die wir dann ausliefern, oder? Ne? Willkommen bei Mayos Room Tour. Nur so. Bei Dat Lumpy und Nick James. Ach komm, ich hab den Kopf gar nicht berührt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Dann haben wir hier im Bunker, ja, hier ist ein Marios Arbeitsplatz. Hey, jo, mit Laptop. Ja. Sein Waffenschrank. Ja, So, dann hat er hier noch einen kleinen Schlafplatz mit Hanteln. Ich frag mich, was ist Mario mit Hanteln? Das geht dich gar nichts an. Die lasse ich mir abends auf die Nüsse fallen, weil ich so auf Schmerzen stehe, weißt du? Dann wollen wir mal sein Bett testen, wa? Aha, mit Nick zusammen. Geht ja nur einer. Ja, ist ganz bequem. Ja, ich schöne Matratze. Okay, da kam mir gerade ein Gegner, also ein menschlicher Gegner mit einem Motorrad entgegen und zwei Polizeiwagen. Ich habe ihm vom Motorrad geschubst. Mit dem Panzer. Okay. Oh, und da wurde gerade mitten auf der Straße die mobile Einsatzzentrale gespawnt. Das ist nicht gut. Ja, mal den schicken Ventilator, der nichts bringt, dieser hübsche. Ja, eins haben wir noch vergessen.
Da fahren wir gleich noch hin. So, ich bin jetzt da. Sehr schön. Ich weiß, dass ich mit Lumpis Fahrzeug nicht in den Bunker kann. Nicht? Ach ne, ist ja meins, stimmt. Genau. Ja. So, dann kommen wir hier zum Allerheiligsten. Da haben wir dann Marios Kommandozentrale. So. Mhm. Ja. Was? Warum meine in Pink? Sein Muster, jetzt durch wenn mit er seinen Schwarz lässt, ja. Ich gehe jetzt mal gerade die Forschung anwerfen. Da haben wir den Nick. Haben wir die Folge auch schon durch. So, dann gucken wir mal, wo der Mario steckt, weil der ist ja gerade gekommen. Am Schlepptop. Am Schlepptop. Forscht er jetzt automatisch mit den Produktionsvorräten oder ja, muss ich... Du kannst aber übrigens einstellen, wie die Mitarbeiter aufgeteilt werden sollen. Wo kann ich das denn als Personal verwalten? Genau. Und dann sehen wir den Mario bei der Arbeit. Ah, jetzt sorge ich gerade da... Also jetzt habe ich aufgeteilt, dass sie sich der Forschung widmen. Du kannst auch beides machen, Forschung und Produktion. Nö. Ich kann nur eins immer von allen dreien anklicken. Ah ne, da unten beide Bereiche. Mario, hör doch auf mich, wenn ich dir das sage. Ja, Liebelein. Schatzi, guck noch mal im Mietvertrag bitte nach, ob da 11 steht. Weil sonst, wenn da 11 steht, dann gehe ich runter und schreibe auf dem Zettel noch zusätzlich drauf, wie viel Geld ich für seinen angeblichen Platz haben will. Nämlich das Dreifache von dem, was ich dafür zahle. Ja, allein für die Dreistigkeit, weil er sagt, mein Platz. Mein Platz. Keine Ahnung. Naja, vielleicht wird derjenige sich gedacht haben, du hast eh kein Auto, also nutze ich den Stellplatz. Ja, dann kann er mich ja fragen. Ich habe ja gesagt, unser Nachbar hatte mich auch schon mal gefragt. Habe ich gesagt, kein Problem, kannst dein Auto da abstellen. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge GTA Online, die Marionetten. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.